vorhin aufgemacht hat. Das hier können wir mitnehmen. So. Ich will mal gucken, dass ich versuche, Bienen zu züchten. Ich habe jetzt ein bisschen was darüber gelernt gestern von Tobi im Multiplayer. Und das ist zwar ein bisschen kompliziert mit dem Züchten und Paaren und so, aber man könnte da sogar später Diamantenstaub rausbekommen aus den Bienenzeugs. Das ist voll heftig. Es gibt extra Diamantenbienen. Wenn man das Zeug dann in der Zentrifuge packt, die Bienenwabe, die sie da produzieren, da kommt Diamantenstaub raus, wenn ich es richtig gelesen habe. Oder kann Diamantenstaub rauskommen, so. Sagen wir mal lieber so. Ja, toll, jetzt ist Nacht. Ich bin hier in einer kleinen Höhle, wo ich nicht weiterkomme. Und hier kommen dauernd Spinnen runter. Aua. Aber die kriegen schon gut Schaden beim Runterfallen. Sehe ich denn jetzt hier auf der Map noch irgendwas? Ich gehe jetzt mal einfach hier runter. Ich kann jetzt eh nicht wieder raus hier. Ich muss was machen. Ich schaue mich jetzt einfach mal nach unten. Welche Höhe bin ich? 60. Voll hoch, ey. Brauchen ja auch Redstone. Ich muss mal ein bisschen tiefer graben hier. Wir gleich noch Eisen. Es war ein bisschen scheiße, wenn man einfach nur so runtergräbt. Aber was soll ich jetzt machen? Wenn ich jetzt rausgehe, dann greift mich gleich lauter Monster an. Guck mal, da ist eine Höhle. Müssen wir jetzt aber hier so einfach wie möglich machen. Zum Runterbauen. Und vor allem muss ich das auch wiederfinden. Das ist immer das Problem bei mir. Oh. Ist schon mal ziemlich dunkel hier. Krieg ich doch gleich wieder Paras. Ah, cool, da ist gar nichts. Dann baue ich mir hier so eine Wand hin, damit ich auch weiß, dass da nichts ist. So. Und hier setze ich mir mal Fackeln hin. Mehrere. Dann weiß ich, dass hier der Ausgang ist, wenn ich den Ausgang überhaupt wiederfinde. So. Oh, da geht's auch nach oben. Und wieder raus. Das ist jetzt nicht so schön. Guck mal, der Eingang ist hinter einem Baum versteckt. Na gut, da haben wir mal wieder Kohle gefunden. Kohle können wir eigentlich immer gebrauchen. Da kann man auch später mal Koks draus machen. Also Coal Coke. Vielleicht braucht man das ja noch irgendwann. Das verbrennt nämlich deutlich besser als Kohle. Man steckt quasi eine Kohle in so einen Coke-Ofen rein und bekommt die Energie von 4 Kohlen. Und man bekommt noch Öl raus. Was man dann in einen Extra-Generator noch verbrennen kann. Oder man kann auch was anderes damit machen, aber ich weiß jetzt nicht was. So, dann baue ich mich mal weiter nach unten. Ist ja immer noch Nacht. Einfach mal nach unten bauen. Am besten so wenig verschwenderisch wie möglich, weil die Spitzhacke braucht man noch eine Weile. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch eine Holzspitzhacke dabei, ja. Die könnte ich jetzt auch benutzen, um Steine kaputt zu hauen, aber das würde mir jetzt zu lange dauern. Dann wird die ganze Aktion ja noch langweiliger. Aber wir brauchen halt Stuff, ne? Da muss man schon mal so farmen gehen. Gravel, ich hasse Gravel. Na komm, nehme ich mal die Schaufel dafür. Geh weg, Gravel. Ich brauch dich nicht. Was haben wir denn da? Zinn. Zinn ist auch wichtig. Ich glaube, davon habe ich auch noch nicht allzu viel. Ich muss noch einen Maze Operator bauen. Der ist auch noch extrem wichtig, aber erstmal brauche ich halt Strom. Und um Strom zu bekommen, brauche ich halt erstmal Redstone.
Also ich kann schon Strom jetzt so bekommen, das ist jetzt kein Problem. Müsste ich jetzt nur Rohre verlegen bis zum Generator. Und dann wäre das kein Ding, aber. Alter. Und dann hätte ich schon Strom, aber ich will Strom auch speichern. Ich weiß auch nicht genau, wie das läuft mit dem Vulkan, ob der jetzt zu weit weg ist von mir, dass der allein tätig bis zu mir nach Hause pumpt. Oder ob ich da noch einen Chunkloader hinsetzen muss. Für den Chunkloader braucht man. Gibt's den überhaupt hier? Quatsch, nicht E wollte ich so. Aber ich glaube, den gibt's hier. Chunk. Jo, den gibt's hier. Wunderbar. Damit kann man quasi Chunks offen halten. Das ist praktisch, weil wenn, zum Beispiel, wenn man sich so ein. Bei Vizubeast Ultimate kann man quasi im Nether Lava tanken. Pumpen. Nicht tanken. Pumpen. Die wird dann in so einen Endertank gepumpt und dann kann man, habe ich glaube ich auch schon mal erklärt, dann kann man das quasi zu Hause in der normalen Welt sich noch einen Endertank hinstellen mit denselben Farben. Und dann kann man quasi da die Lava nutzen, die im Nether gepumpt wird. Und dafür ist der Chunkloader gut, weil dann hält er den Chunk im Nether immer offen, weil wenn man aus dem Nether rausgeht, ist dann natürlich nichts mehr, ne? Dann passiert da nichts mehr, außer man hält den Chunk halt offen mit dem Chunkloader. Dafür ist er da. Unter anderem natürlich. Du kannst auch einen Chunkloader auf deine Weizenfarm setzen und dann wächst das Weizen auch, wenn du nicht in der Nähe bist. Oder bei den Tieren, damit die wachsen und, ne? Das ist alles, alles, was außerhalb von Chunks, also wenn man außerhalb von einem Chunk ist, nicht funktioniert, das geht dann halt mit dem Chunkloader. Der ist auch relativ teuer herzustellen, da braucht man zwei, also ein Enchanting Table. Das heißt, man braucht vier Obsidian, zwei Diamanten, ein Buch. Und, was braucht man noch? Fünf Gold braucht man für den Chunkloader. Und das war, und eine Enderperle. Falls, wenn das Rezept bei Light genauso ist wie bei Ultimate. Aber ich gehe mal davon aus. So, welche Höhe sind wir denn jetzt hier schon? 19. Ich müsste eigentlich mal bald Redstone kommen. Ich höre hier nur lauter Wasser. Aber Wasser ist besser als Lava. Jetzt höre ich Lava. Genau. Natürlich höre ich genau jetzt Lava, nachdem ich es gesagt habe. Bisschen Angst hier die Erde wegzumachen, aber meistens ist da was hinter. Wie zum Beispiel Lava. Oder aber Redstone. Höhe 16 bin ich. Ah, guck mal da. Das ist Lead. Nehme ich jetzt nicht mit, weil ich glaube nicht, dass ich es brauche. Ah doch, ich nehme es mal lieber mit. Nachher brauche ich es und dann habe ich es nicht. Das wäre dann ziemlich blöd. So. Ich kenne ja die Rezepte von Light jetzt nicht unbedingt alle. Sind ja teilweise schon andere Rezepte. Ich grab mich mal hier weiter, also ich hack mich mal hier weiter. Muss Redstone finden. Bisschen Redstone nur. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe das zu finden ist, aber es war eigentlich immer so auf Höhe 13, 14 habe ich eigentlich meistens Redstone gefunden, wenn ich Diamanten gesucht habe. Dann machen wir mal ein bisschen Strip Mining hier. Ich hasse Strip Mining eigentlich, aber wenn man nichts anderes hat, dann geht das schon. Kann mir auch später eine Turtle bauen, die Strip Mining macht. Strip Mining betreibt. Müssen wir alles mal schauen, was wir später noch so machen. Warum ist denn hier Gold? Warum ist denn hier Gold? Gold brauchen wir auf jeden Fall. Das will ich aber erst machen, wenn ich einen Mace Awaiter habe, weil Gold ist ja relativ selten, wie jeder weiß, der Minecraft spielt. Und da sollte man das dann schon in einem Mace Awaiter produzieren, weil wenn man Erz in einem Mace Awaiter packt, wird daraus Staub. Und zwar nicht nur ein Staub, sondern zwei Staub. Und aus zwei Staub macht man zwei Barren. Das heißt, ich kriege aus einem Golderz zwei Goldbarren.
So, hier ist schon mal. Weißt du doch, das ist sehr nice. Das brauchen wir unbedingt. Meinst du, wir haben noch Glück und finden ein paar Diamanten? Da sind lauter Fledermäuse. Seht ihr das auf der Minimap? Da sieht man Fledermäuse. Wenn ich jetzt weiter hier lang grabe, komme ich irgendwann in eine Höhle. Das sieht man auch auf der Minimap. Es gibt extra so eine Cave Map. Was ist das jetzt? Ferrus Ohr. Was ist das denn? Ja, manche Erze kenne ich nicht, weil ich die meisten eigentlich nicht mitnehme, die ich nicht kenne. Ich weiß jetzt nicht, was Ferrus Ohr macht, aber man kann es ja alles nachgucken bei NEI. Ich will mal gucken, was in der Höhle da ist. So grabe ich mich jetzt mal genau zu der Höhle hin. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Aber das macht nichts. So kann man sich auch einen relativ hübschen schrägen Gang bauen. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ich will wissen, was in der Höhle ist. Cinnabar, daraus macht man, glaube ich, Quecksilber. Also das, was wir vorhin aus der Pflanze gefunden haben, in der Pflanze gefunden haben. Jetzt wird es gefährlich, ich höre Lava und ich sehe auch auf der Minimap Lava. Da ist die Höhle. Hier in so einer Höhle findet man gerne mal Diamanten. Das wäre extrem nett. Hier ist Zangstenohr, Tungstenohr. Kohle. Mein Inventar ist voll oder was? Ja, haben wir schon wieder eine schöne Farmtour gemacht. Haben leider nicht viel bekommen bis jetzt. Aber ich kann ja noch weiter gucken. Ferrusohr. Nehmen wir mal auch mit. Was brauche ich denn jetzt nicht? Hier, die Spinnen eben. Können weg. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Scheiße. Lol. Ja, komm, dann lasse ich das jetzt hier. Liedohr. Bisschen die Lava zu machen. Wow. Wow. Jetzt lass mich mal hier durch. Das Zeug hier brauchen wir auf jeden Fall auch. Oh, guck mal. Schon dunkel hier. Das ist nicht so gut. Hier ist noch Redstone. Hier, diese Rubine brauchen wir auf jeden Fall noch später, glaube ich. Wie gesagt, ich gehe jetzt immer nur von FeeZeeBee's Ultimate aus. Es kann sein, dass hier einige Sachen anders sind als bei Ultimate, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es genauso ist und nehme die Sachen dann halt mit. Wenn ich mir jetzt irre und ich brauche keine Rubine, dann kann ich daraus später immer noch Werkzeug wenigstens machen. Ist das Diamant? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Weil in dem Texture Pack sehen Diamanten und Quarz ziemlich gleich aus. Habe ich keinen Eimer mit? Ja, natürlich nicht. Scheiße, ey. Lava ist mit das Schlimmste, was es gibt. Wenn jetzt irgendein Vieh kommt, ne, dann bin ich tot. Da bin ich auch noch in Lava gefallen, da sind meine Items auch noch weg. Das ist ja das Schlimme. Da, guck mal. Der Penner. Komm her. Komm rein in die Lava. Ist schön warm hier. Ich glaube, das sind Diamanten. Ja, spring doch in die Lava rein. Ich habe ein bisschen Angst, dass er einen anderen Weg findet und mich tötet. Vor allem die Wichser, ey, die sind richtig stark. Schön großzügig hier die Lava wegmachen. Da ist er reingesprungen. Na endlich. Ich bin aber gerade voll erschrocken. Das ist Diamant. Nice. Das heißt, ich muss es hier großräumig zumachen. Damit auch nichts in die Lava fallen kann.
Okay. Ein Diamant nur? Willst du mich etwa verarschen? Ist doch ein Scherz, oder? Was soll ich denn mit einem Diamanten, ey? Gib mir noch einen. Ich dachte, da drüber wären vielleicht noch so zwei oder so. So, okay, hier ist jetzt nichts mehr. Mal vorsichtig zurück. Von hier bin ich gekommen, oder?